Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Fairy Box aus dem Monat November. Und die habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese wunderschöne Milchtüte hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Beauty Box, die im Bereich Naturkosmetik und tierversuchsfreie Kosmetik unterwegs ist. Und sie kostet 19,95 Euro pro Box und pro Monat und enthält einen Warenwert, ich glaube, von mindestens 50 Euro müsste das sein. Es sind interessante Produkte immer wieder hier drin enthalten, die mich halt auch irgendwie auf eine gewisse Reise mitnehmen, weil sie doch etwas anders sind als das, was ich normalerweise so greifen würde. Und ja, ich habe gesagt, ne, dass ich die in einer Kooperation zugeschickt bekomme, ich glaube schon. Und eben drum mache ich halt auch eine Verlosung in diesem Video. Das wird ein bisschen dauern, bis ich die auslosen werde, aber alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, ich finde, dass einfach ja diese Box immer eine irgendwie Schmunzelbox für mich ist. Also es bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Hier sind auch manchmal etwas weirde Produkte drin, wie Kinderschminke hatten wir hier auch schon mal drin enthalten. Ich bin einfach gespannt, was wir jetzt im November hier drin finden werden. Und deswegen mache ich zuallererst mal hier die Box ein bisschen auf. Fünf Produkte, 50 Euro mindestens, habe ich gesagt. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tue Gutes. In der Fairy Box haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Genau, und dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt. Hier ist auch schon direkt gesagt, was hier dann der Gesamtwert sein wird, nämlich 54,18 Euro. Und das sind dieses Mal 5 plus ein Produkt, also 6 Produkte. Dann schauen wir mal hinein, was wir hier drin erwarten dürfen. Genau, wir haben hier auch immer diese recycelbaren, die sind Flurpak Bio 8, nennen die sich, und aus 100% Maisstärke und Wasser, und die kannst du über Biotonne oder Kompost entsorgen. Ich persönlich benutze das halt auch immer weiter, weil ich ja auch Verlosungspakete packe und so. Da benutze ich ja die kompletten Boxen immer weiter. Hier kommt nicht weg. Und bei einem Produkt muss ich schon direkt schmunzeln, weil da hatte ich letztens von einer Freundin von mir eine Nachricht bekommen, dass sie das wohl gerne hätte. Aber das war auf eine andere Box bezogen, wo das auch schon drin war. Huch, hallo. Aber ich glaube auch eine Fairy Box, ne? Weil ich glaube, Cardi hatten wir jetzt schon mal das ein oder andere Mal drin. Und zwar habe ich hier das, andere Seite. Das ayurvedische Haaröl. Kräftiges Haar und starke Wurzeln. Amazing nennt sich das. Und da sind 50 Milliliter drin. Das hatte sie nämlich bei mir gesehen und hat gesagt, Mensch Claudi, wenn du, ne, ich nehme das wohl. ich finde den Duft nämlich hier sehr gewöhnungsbedürftig, weil da sind halt super viele ätherische Öle drin. Und das finde ich immer sehr intensiv. Vor allem, weil ich auch jetzt im Hinblick auf das Mami-Dasein versuche, dann auch auf Parfümstoffe und so, so weit wie es halt irgendwie, danke, dass du mich trittst, so weit es halt irgendwie geht, so ein bisschen zu verzichten, dass ich da nicht allzu sehr eskaliere. Jetzt gerade ist es tatsächlich noch so, dass ich ein bisschen eskaliere und mir dies, das Ananas gönne und tatsächlich dann auch wirklich eskaliere im Badezimmer. einfach so nach dem Motto, oh mein Gott, ich kann jetzt ja noch. Das ist eigentlich total hirnrissig, ne? Aber gut. Genau, weil ich möchte, dass Mr. Bauchi dann halt auch wirklich mich riecht und nicht das Parfum. Und ich glaube, man kennt das so auch ein bisschen, ein Stück weit, wenn man so an seine Kindheit zurückdenkt und sich überlegt, wonach hat meine Mama gerochen oder meine Oma oder mein Papa? Und bei mir war das immer, dass zum Beispiel meine Oma hat immer nach Dove oder nach Nivea gerochen, ne? Weil die halt auch wirklich diese Produkte verwendet hat. Deswegen bringe ich das immer und immer und immer mit ihr auch in Verbindung. Und meine Mama, die hat auch halt nach Dove und Nivea gerochen, glaube ich. Also Dove war schon der Duft, der bei uns dominiert hat. Schauma-Shampoo war bei uns auch immer. Das ist auch etwas, was ich mit Kindheit in Verbindung bringe, auch als Duft so, ne? Mein Papa hat immer nach Aftershave gerochen. Das bringe ich auch mit ihm in Verbindung. Ganz crazy eigentlich, ne? Ich meine, im Prinzip ist es doch Pelle. Also, oder? Man weiß es nicht. Ich versuche es auf jeden Fall so wenig wie möglich bunt durcheinander zu machen, dass mein Kind halt irgendwie halt auch ähnliche Kindheitserinnerungen hat wie ich und mich dann, keine Ahnung, vielleicht bringt mein Baby mich dann mit Rose in Verbindung. Das fände ich schön. Oh ja, wenn mein Baby dann irgendwann mit 30 Jahren irgendwo erzählt, mein Baby ist dann 30, dann bin ich 60, 63. Okay, und wenn er dann erzählt, woran erinnert deine Mom dich, und er sagt, ja, Rosen.
Dann wäre ich, glaube ich, ziemlich glücklich. Egal, wir waren ganz woanders. Kadi, Strong Amla. Ne? Das ist halt ein ayurvedisches Haaröl, hier steht es nämlich auch. Und das ist halt wirklich eine Sache, ja, ne, Geschmackssache, absolut. Und Gerüche, Düfte sind sowieso immer Geschmackssache, dementsprechend kriegt dann meine Freundin Sandra das, ne? Und weil ich müsste da jetzt auch schon zwei von haben, dementsprechend kann sie sich darüber freuen. Jo, was haben wir denn als nächstes? Denn ich gucke immer so ein bisschen, wir haben ja sowohl solche Flyer hier mit drin, als auch dann ja die Produkte. Hier habe ich jetzt, ich glaube, eine Probe dürfte das sein. Bye bye müde Augen, bye bye Fältchen. Dein frischer Kick für strahlende Augen. Genuss Award. Mhm. Okay. Tüstin vielleicht. Augenessenz Nummer 4. Kaktusfeige. 2 Milliliter. Okay, das ist einmal dieses Produkt. Reisegröße steht hier auch drauf. Genau. Okay. Kann ich das lesen? Kaktusfeige. Astaxanthin. Aha. Deine Geheimwaffe gegen Fältchen und müde Augen mit natürlichem Zell- und Lichtschutz. Läuft. Die Power-Antioxidantien aus Astaxanthin, das im Vergleich 6000 mal stärker wirkt als Vitamin C. Krass. Kaktusfeige und Kalahari-Melone schützen deine Haut gegen freie Radikale, zum Beispiel durch UV-Strahlung. Gegen glätten Fältchen, reduzieren Augenringe und beugende Zeichen der Hautalterung vor. Die naturrein hochwertigen Bioöle aus Marula und Jojoba dringen tief in die Haut ein, halten deine Hautbarriere intakt und bewahren die Feuchtigkeit in der Haut. Schön. 1 bis 2 Mal täglich, hochergiebig, Inhalt der Reisegröße reicht 3 bis 4 Wochen. Ach krass. Ja gut, wenn das auch so eine ölige Geschichte ist, dann kommst du da wirklich sehr, sehr lange mit hin. Ne? Ich bin auch mal gespannt auf den Preis. Steht das hier drin oder ist das ein Goodie? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, da. Da. Reisegröße, wasserfrei, vegan, UVP 10 Euro. Okay, krass. Ja, ne? Nicht verkehrt. Vielleicht auch wirklich eine ganz coole Geschichte, wenn ich jetzt, ich habe meine Kliniktasche jetzt schon gepackt, kann ich euch mal im E verlinken. Die reiße ich jetzt nicht fünfmal noch irgendwie auseinander. In der habe ich ja Augensachen auch drin, dementsprechend passt das schon. Aber das kann ich dann zu Hause wirklich mal anwenden. Ne? Sowas frisst kein Brot, das nimmt halt keinen Platz weg, das finde ich immer ganz angenehm. Dann habe ich hier von The Humble Co., die habe ich tatsächlich auch in der Männerbox letztens drin gehabt, die habe ich aber noch nicht in Anwendung genommen. Zahnseide-Sticks mit pflanzlichen Rohstoffen, 40 Stück sind hier drin enthalten und sowas finde ich auch ganz cool. Ne? Also The Humble Co., da hatten wir jetzt ja öfter schon diese Bambus-Zahnbürsten drin, da muss ich sagen, das ist nicht so meine Welt. Auch die Zahnpasten, die von The Humble Co. in Beautyboxen und Co. drin waren, war auch nicht so meine Welt. Bei den, also da muss ich, also bei den Sticks, da gebe ich denen nochmal eine Chance. Mal gucken. Ja, und ich bin halt ein Fan von diesen Zahnseide-Sticks, ganz einfach, weil ich das praktisch finde, dass du hier auch immer so ein Pieksvieh mit dabei hast, ne? Dass man halt wirklich zwischen die Zähne da auch besser beikommt, wenn du da irgendwie Popcorn gegessen hast oder sonst irgendwie, was auch immer da noch, faseriges Hängen hast, ne? So, dann habe ich hier von Altea ein Handcleanser Rinse-Free mit organischem Lavendelöl. Das ist ein Spray, 100 Milliliter. Ja, ich weiß, sowas haben wir alle auch bei uns mittlerweile in der Handtasche. Ja, muss ich mittlerweile akzeptieren, glaube ich, dass sowas auch tatsächlich zu Beauty-Produkten dazugehört. Irgendwie schon, aber andererseits bin ich ehrlich, haben wir jetzt 2 Produkte in dieser Box drin enthalten, wo ich bei beiden sage, finde ich jetzt in der Beautybox nicht ganz so geil aufgehoben, um ehrlich zu sein. Deswegen, ne? Ja, ich habe sowas in meiner Handtasche. Ja, ich habe sowas auch in ständiger Verwendung. Ja, sowas steht bei uns auch zu Hause rum und ja, das ist auch durchaus praktisch. Aber ich möchte sowas nicht in der Beautybox drin haben. Also sowas kaufe ich mir, genauso wie auch Zahnseide-Sticks normalerweise, einfach selber. Das ist halt wie Klopapier für mich. Ne? Klar, Klopapier brauchst du, jeder hat Klopapier, jeder verwendet Klopapier, aber du willst es nicht in einer Beauty-Abo-Box haben, wo du dich monatlich überraschen lassen möchtest mit irgendwelchen coolen Produkten, die du irgendwie dann halt anwenden möchtest. Also so halt, ne? Das ist halt irgendwie, deswegen feiere ich das jetzt nicht so ultimativ, aber würde es jetzt auch nicht super bashen. Dann habe ich hier etwas drin enthalten, das ist jetzt eher weniger für mich oder für meinen Freund geeignet, weil, ja, ich glaube, bei meinen langen Haaren, bei meinen langen, feinen Haaren wäre das auch wirklich einfach uncool. Das ist von Kroll & Dennecke, ein Holzkamm. Ja, also, ne,
Das ist einmal dieser hier. Das ist halt eigentlich ganz cool, wenn du halt so jetzt auch an die Winterzeit denkst. Da ist ja alles super elektrisch aufgeladen, super trocken und so. Deswegen elektrisch aufgeladen wahrscheinlich auch. Und da hat man ja auch viel mit diesen Flyaways zu tun. Also wenn ich mich im Winter mit einer Haarbürste kämmen würde, wenn meine Haare furztrocken sind und ich halt irgendwie auch in einem Raum mit sehr wenig Luftfeuchtigkeit stehen würde, so, hätte, wäre, könnte, 5 Milliarden Konjunktive, dann würde ich aussehen wie der Struwwelpeter. Also da hätte ich wirklich einmal so brrr, komplett um mich drumherum, einmal so ein Viehkram. Da wird sowas dann auf jeden Fall ganz gut kommen. Da hilft übrigens auch, dass man dann um den Stiel von seiner Haarbürste Alufolie drum wickelt, habe ich erfahren, um das mal so zu sagen. Das ist dann tatsächlich ganz cool, aber meistens, ja, also ich kämme meine Haare jetzt selten in Räumen, wo halt super wenig Luftfeuchtigkeit ist oder so. Oder habe dann halt diesen antistatischen, nein, diesen statisch aufgeladenen Effekt so intensiv, ne? Nun, kenne ich aber noch aus meiner Jugend tatsächlich, da hatte ich das super häufig, ich weiß gar nicht warum. Und ja, mein Freund hat halt 3 mm, da kann er sowas nicht gebrauchen, ne? Jo, also Holzkamm, schön und gut, können wir aber leider in diesem Haushalt nicht wirklich viel mit anfangen. Und jetzt bin ich hier beim letzten Produkt. Und zwar haben wir dekorative Kosmetik von Puro Bio drin enthalten. Resplendent Illuminate Liquido, ein Liquid Highlighter, Liquid Stardust in der Farbe 03. Ich weiß nicht, ob das ein Produkt war, was ich aussuchen konnte. Nee, ich glaube nicht, ne? Also das sind, ich weiß nicht, ob jeder die gleiche Farbe dann auch hat. Ich hatte den schon mal in einer anderen Box. Ich glaube, der war mit so Glitzern. Der wird jetzt super gut zu meinem Augen-Make-up passen. Oh mein Gott. Das ist nämlich auch, guck mal, so von der Verpackung her, ne? Dieses lila, rosa, richtig, richtig cool. Das habe ich mit der Too Faced 20 Jahre Tüllü Then and Now heißt die, glaube ich, Palette gemacht. Ja, ja, weil hier sehe ich schon direkt auf dem, also hier am Glas, ne? Wie grob diese Glitzerpartikel sind. Das wird weiter wandern, das wird nicht bei mir bleiben, Leute, da bin ich ehrlich, da wird jemand anders sicherlich seine Freude mit haben, ich aber leider nicht, ne? Ja, also, wir haben hier eine bunt befüllte Box, wirklich sehr, sehr bunt befüllt. Es sind mehr als 5 Produkte, das sind ja diese 6 Produkte, das hatte ich ja gesagt. Wir haben dieses Mal kein Food-Produkt als Extra-Produkt, sondern diese Zahnseide-Sticks. dass der Handcleanser mit dabei ist, macht den... Ja, macht das nicht besser, um das mal so zu sagen. Ein bisschen was für die Haare mit dabei, ein bisschen was für die Augen. Also es ist jetzt nicht so meine absolut favorisierte Box von der Fairy Box. Also da haben die schon coolere Boxen rausgebracht. Auch wenn ich finde, dass wir hier wirklich andere Produkte drin haben. Andere Marken, etwas wirklich so, ne? Wir sind auf einer Reise, wir haben auf jeden Fall so ein bisschen was Neues dazugelernt, was Neues entdecken dürfen. Das ist schon cool. Also mich interessiert mega dieses Augenvieh, muss ich wirklich sagen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird dann ja auch ein bisschen so ölig sein. Ich hoffe, das kriecht einem nicht allzu sehr in die Augen rein, aber das kann ich euch dann ja erzählen. Ja, so. Dann würde ich sagen, räume ich hier mal ein bisschen auf. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!